Herzlich willkommen im Retrobeat. Ich bin Perudo und heute spielen wir Toy Story aus dem Jahr 1996 von Walt Disney. Ich bin Perudo, sage Dankeschön fürs Zuschauen hier im Retrovember. Ja, ich hoffe, wir werden jetzt hier bei Toy Story ein schönes Jump and Run erleben. Ottos Ottifanten war ja, wenn es denn schon da war, kann ich trotzdem spoilern. Schrecklich. Es war wirklich schrecklich. Ich mag so Art von Spielen nicht. Es gibt Leute, die mögen das, aber schwamm drüber. Jetzt sind wir bei Toy Story. Ach, jetzt freue ich mich. Jetzt schauen wir mal, was wir hier so machen können. Heads? Hüte? Okay. Wahrscheinlich Leben. Story on. Music on. Ja, das hört sich doch gut an. Dann starten wir einfach mal das Spiel. Okay, everyone. Today is Andy's birthday party and we need to find out what presents he is going to be given. Ja. Hallo zusammen, heute ist Andys Geburtstagsfeier und wir müssen unbedingt herausbekommen, welche Geschenke er heute geschenkt bekommt. Yo. Andy's birthday is today. Quick, send the surgeon downstairs with his team of green army men to see if Andy has any new toys. Oh, Andys Geburtstag ist heute, dann aber schnell schickt den Sergeant die Treppe runter mit seinem Team von grünen Armee-Männikes. Schauen wir mal, ob Andy schon neues Spielzeug hat. Das ist ja so ein bisschen Konkurrenz. Ich habe den Film nicht mehr so ganz im Kopf, aber die sind ja schon immer so ein bisschen, oh, hat neues Geschenk. Und dann kommt dieser Buzz Aldrin, keine Ahnung, auf jeden Fall dieser Buzz, dieser super Toy sozusagen. Und dann sind sie alle traurig. Ja, gucken wir mal. That old army game. Open the bucket of soldiers and locate the baby's monitor and pass it down to the surgeon's troops. Okay. Also das alte Armeespiel. Öffne den Eimer mit den Soldaten und dann schick sie zum Babymonitor runter. Okay. Die Spielzeuge werden dich dann am anderen Babymonitor finden. Viel Glück und pass auf den Zug und die Flugzeuge auf. Okay. Oh, wir können springen. Ja, es ist ein Blind-Spiel. Ich kenne dieses Spiel noch nicht. Was aber nicht bedeutet, dass das weniger Spielspaß bedeutet, sondern eher ein bisschen mehr Fail. Oh, schießen kann ich auch. Nee, das ist ein Lasso. Okay. Kann ich denn... Ah, kann ich nicht abschießen? Ich kann den einkesseln. Oder... das Flugzeug. Nicht einkesseln, wie heißt es? Umgarnen, sozusagen. Ui. Wie komme ich denn da hoch? Okay. Nein, ich bin getroffen, verdammt. Oh, das kann ich nicht. Okay. Den können wir nicht fesseln. Oh, hier ist ein Ball. Oh ja. Das war jetzt Intuition. Hoppala. Oh, da ist er schon. Der... Kann ich da hoch? Ja, natürlich. Sammeln wir mal ein Sternchen ein. Hier ist noch ein Sternchen. Okay. Ein Sternchen hat so viel gekostet. Du kriegst das Ding jetzt auf. Draufhauen. Jawohl. Ah, da kommen sie. Die kleinen Armee-Männikes. Grün. Okay, grün sind sie jetzt nicht. So, was haben die jetzt gesagt? Wir müssen... Hä? Okay. War das eine Richtunganzeige? Die Richtung? Was macht der denn? Hallo? Okay. So, wenn wir mal fesseln. Wo müssen wir jetzt hin? Noch ein Ball. Oben. Na, komm. Geht nicht. Aber. Ah, hier geht's. Nur im B. War das im Sonderangebot, das B? Ganz nach oben, was ist das hier? Das ist der Babymonitor. Okay. Der ist jetzt da unten. Oh, die nehmen den schon mit. Oh, krass. Oh, gut. Okay. Ja.
ist das hier? Wo gehen die hin? Ne, kann ich doch nicht. Ich dachte, ich könnte die in eine bestimmte Richtung schicken. Oh, was hat der gesagt? Wir sollen zum Baby... Ne. Ich weiß schon gar nicht mehr, was die Geschichte war. Verdammt, nein. Gehen wir nochmal hoch. Ne, das ist weg. Ne? Aber da ist noch ein Stern. Warte mal. Wo ist der Stern? Hä? Da. Sehr schön. Was ist da unten? Was war jetzt? Level completed. Es ging jetzt ein bisschen zu schnell. Anscheinend mussten wir dann das andere Ding aufnehmen, damit wir Kontakt haben wahrscheinlich mit den beiden. Also wir als Cowboy und die Sergeant mit den grünen Männchen. So, the Sergeant signals his man to turn on the baby monitor. He talks to Woody. Ach, Woody ist der Cowboy, genau. Come in, Mother Bird. This is Alpha Bravo. Andy's opened all his presents. And there are no toys. No, replace us. Replace us. Okay, wait. Oh, a surprise present. Oh, Andy's taking it upstairs. Look out. Red alerts. Rote Alarm. Map, 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 map. Help the other toys get to their places before Andy gets to his bedroom. Oh Gott, ich hasse so schnelle Action-Sequenzen. Robert them Rex need to get into the toy chest. Okay. RC Car and Rocky need to go under the bed. And you need to get on to the bed. Okay, das muss man eigentlich aufschreiben. Oh Gott. Nee, schreibe ich jetzt nicht auf. Also der Roboter in seinen Cage, also in seine Box. Das Auto und der Rocky geht unters Bett, wir gehen aufs Bett. Zeit haben wir 176 Sekunden. Dann können wir hier hochspringen. Natürlich. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, da kann irgendwas aufpusten. Keine Ahnung, okay. Ups. Was genau passiert hier? Ich habe keine Ahnung. So, gehen wir nach oben. Ich bin sternengeil. Aber das ist wahrscheinlich der... Warum geht das nicht... Verstehe ich nicht. Hä? Warum geht das nicht kaputt? So, Sternchen ansammeln. Warum kann ich jetzt den... seltsam. Ich dachte, ich könnte... Oh, schauen wir uns erstmal hier die Gegend an. Ist das ein Gegner oder ist das... Vom Kichi die Baustelle nicht kaputt? Nicht geschafft, aber hier ist ein Ball. Cool. Ist das Rocky? So. Geh da hin. Geh da hin. Was macht der? Ich bin etwas sprachlos. Also grafisch ist das eigentlich nix, oder? So, der ist unterm Bett. Das RSC-Auto ist auch unterm Bett. Okay. Jetzt muss eigentlich nur den Roboter quasi... Ich bin im Bett, oder auf dem Bett, aber... Unser... Unser... Freund, der ist noch... eingesperrt. Aber das schaffe ich jetzt eh nicht mehr. Mein Gott, was sind da für Laufwege? Ne, schaffen wir nicht mehr. Ne. Oh, das ist bitter. Und nochmal, noch ein Versuch.
Aber wir haben schon 10 Minuten. Wir haben ja schon unser Soll erfüllt. Wo geht ihr hin? Ah, ich verstehe. So, der ist in der Kiste. Ah, okay, ich verstehe. Aber den kriegen wir nicht hier. Oh, das, jetzt geht's auch. Komisch, das ging doch eben nicht. Nee, in die andere Richtung. Muss ich den jetzt auch da hochpusten? Nee. Keine Ahnung. Ja, die ist alles im Weg hier. Komme ich nicht dran? Hallo, Perudo? Was machst du denn da? Geh mal nach oben. Nee, das geht nicht kaputt. Verstehe ich nicht. Da komme ich nicht hoch? Doch. Ich dachte schon, da bin ich eben noch vorbeigekommen. Jawohl, das geht kaputt. So, du gehst mal weiter. Nein, ich habe die Sterne verpasst. Da ist das Auto. Warum? Jetzt ist das durchgekommen. Ach, weil da die Mauer im Weg war. Ich verstehe. Ich bin im Bett. Ich bin im Bett. Was fehlt denn noch? Fehlt schon wieder dieser eine Roboter wahrscheinlich, ne? Ja, ich hab den aber nicht. Ich hab den nicht aufgekriegt. Tut mir leid. Aber vielleicht hat es aber gereicht. Aber wir mussten nicht die Zeit abwarten. Müsste eigentlich fertig sein. Egal. Toy Story auf dem Nintendo Game Boy im Retrobeat. Ich bin Perudo. Ich danke, dass du heute dabei warst. Hier bei Toy Story. Ich muss sagen, Musik ist schon sehr einfach und geht mir ganz knapp auf die Nerven, weil es doch so ein düdelnder, wiederkehrender Sound ist, aber wenigstens ein schönes Jump'n'Run, ein paar Rätsel dabei, man muss genau aufpassen, man muss es ein paar Mal spielen, das ist ganz klar, denn sonst weiß man nicht ungefähr, was man machen soll, das war hier auch mehr Glück oder Zufall, dass wir es hingekriegt haben und ich denke mal, irgendwas musste noch in die Kiste rein, gut. Ja, dann sehen wir uns im Retrovember hoffentlich wieder und dann sage ich Dankeschön, bis bald, euer Perudo. Tschüss.